Und heute ist die junge Leute nehmen Drogen, Tag bleiben in einem Club, sind groggy, ist scheiße für uns. Du bist mit 16 von daheim ausgezogen. Warum hast du das gemacht? Es war keine Wohnung, es war eine Mansarde. Ja. 6,8 Quadratmeter. Also, ich bin nicht ganz ausgezogen, das stimmt nicht. Aber meine Eltern haben, als ich 16 war, ein Haus gebaut in Wiesen. Das ist im Solothurner Jura, der letzte Bus am Abend um 6:30 Uhr. Oh. Und am Samstag um 5:05 Uhr. Und dann habe ich hier wie eine Sau. Und Sie haben, sind die hergezogen, wo du 16 geworden bist? Genau. Oh, und dann habe ich die Mansarde bekommen und ich bin sehr liberal erzogen worden. Es hat immer geheißen, du kannst machen, was du willst. Und die Hauswarte hat mich auch mal verrätschen. Bei der Mutter hat angerufen, ich nehme ein Mädchen mit rauf. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, das ist die mit den schönen braunen Haaren. Ja, das ist wahr. Ich sagte, ja, das ist Andrea, das ist tipptopp. Also, ja. Und kurz nach dieser Mansardenzeit bist du auch noch auf New York abgehauen und hast eine Zeit lang dort gelebt. Was haben denn die Eltern dir gesagt? Oder also, du sagst, ich gehe noch dort her? Ja, also... Das ist jetzt auch ein bisschen abgehoben, ich nicht wirklich. Ich bin ja schon mit dem Einverständnis von meinen Eltern auf New York. Aber ich konnte nicht Englisch, können, weil ich Altgriechisch hatte. Aber Sie sagen doch immer, da könntest du ganz viel ableiten. Nein, das mit dem Ableiten, das ist... Ich weiss noch, als ich am Gimmick war, haben sie das immer gesagt, du musst einfach irgendein Latein, Altgriechisch nehmen, dann kannst du alles ableiten davon. Ja gut, aber das sind die, die im Zug eine Ferien gemacht haben und im Zug eine Kante unterrichtet haben. Oder? Ja, das ist nie neu mehr herumgekommen. Nein, das war ein Herzland, weil ich in New York ausgestiegen bin, da ein Hotel suchen musste. Und schon beim Zoll hat es angefangen, weil der hat mich gefragt, ich hatte so eine grosse Tasche gehabt und Geschenk für meinen Onkel, den ich besuchen in Ohio. Und der fragt, young man, you got any gifts? Ich sagte, no gift, no. Da macht auf, ein Geschenk nach dem anderen. Und das ist wirklich wahr. Und das sagt er, oh boy. Und dann habe ich gemeint, ich kann einfach einen Bus nehmen. Oder? Wie zahlt jetzt auch Bus in alle Richtungen? Ja. Wird es jetzt New York auch Bus haben? Ist ja noch grösser, oder? Ja. Und das war dann recht kompliziert. Also etwa 8 Stunden gebraucht, weil ich ins YMCA wollte. Und das hat mein Onkel irgendwann mitbekommen. Das ist dann absolut nicht gegangen, als 16-jähriger Bub ohne Englisch. Aber ich habe Englisch gelernt. Und meine Mutter hat vor ein paar Jahren mal gesagt, es war unverantwortlich, was wir gemacht haben. Und ich habe gefunden, sie hätte dann keine Handy und so. Dann hat er einfach geschrieben? Ja, auf so Flugpostpapier, auf so dünnem Papier, wo man so zusammengefaltet hat und dann abgeschleckt. Oder? So alt bin ich. Aber ich habe gefunden, nein, es ist eigentlich eher ein Zeichen von Vertrauen gewesen. Ich bin dann schon auf das Ohio gekommen, irgendwie. Oder? Mhm. Nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Aber. Und wenn jetzt, deine Eltern sind ja beide noch am Leben, beide schon sehr, sehr alt. Zu wem hast du das bessere Verhältnis? Oder zu beides gespalten, seit sie dort aus dem Land rausgezogen sind mit den Hütten? Nein, wir haben ein wesentlich harmonischere Verhältnis und gewisse Sachen sind wie früher. Das ist erstaunlich, oder? Ich könnte jetzt nicht sagen, vermutlich stehe ich dem Vater ein bisschen näher, vom Gesühn her, von der Art her. Wer nervt dich mehr? Ja, das kann eben beide sein, oder? Ein Familiensystem ist eben ein Familiensystem, oder? Das ändert sich dann eben im Alter nicht. Da kann der Vater immer noch seine autoritären Ansagen machen, wo du denkst, jetzt reicht es aber langsam, oder? Mhm. Oder... du hast in einer Familie immer eine Position, die du auch selber nicht gesucht hast. Oder? Bei mir ist es lang gewesen, dass der das Geld ausgibt. Oder? Ja, du fährst sowieso Taxi. Oder? Ich sagte, ja gut, aber ich bin auch lang genug vorne links gehockt im Taxi. Oder? Du hast als Taxifahrer schon viel gearbeitet. Ja, nächtelang. Also, ja. Aber da hast du immer so ein bisschen deine Position. Und die Eltern, wenn sie über 80 sind, dann die haben eigentlich nicht mehr so viel Gegenwart. Darum reden sie von der Vergangenheit, oder? Wo ich immer denke, wieso kommt jetzt diese Story wieder auf? Die ist ja schon 50 Jahre alt. Ja. Und dann denkt man natürlich, also ich bin ja sicher nicht so. Und das ist dann eben die Frage. Es tut mir leid, dass wir jetzt vorher über die Zeit von 16 geredet haben. Ich wollte die nicht in das Spektrum hineingehen. Aber du bist, wenn du sagst, man hat nicht mehr so viel Gegenwart vor sich, du bist momentan ja auch an einem Stück am Proben, wo bald Premiere hat. Das heisst Erbsache, Heinzer gegen Heinzer und Heinzer. Genau. Dass du jetzt ausgerechnet ein Stück machst ums Erbe, hängt das mit den Eltern zusammen? Oder hängt das damit zusammen, dass sonst jemand in deinem Umfeld gerade irgendeinen Erbstreit hat? Oder warum interessiert dich das Thema? Also, mit meiner Familie hat es nur am Rande zu tun, weil bei uns ist das sehr einfach geregelt und meine Brüder und ich haben ein sehr gutes Verhältnis.
Außerdem haben meine Eltern so einen Vertrag, wo ich nicht weiss, was heisst. Also wenn jemand stirbt, bekommt der andere Ehegatte alles. Und mein Bruder und ich noch nichts vorläufig. Ja. Und für euch ist auch eh gut, du lebst in der Schweiz und er in Berlin, dann braucht er ja eh weniger zum Leben. Er braucht nichts. Genau. Ja. Er braucht ein, zwei Döner pro Tag und dann hat er es einfach. Nein, aber bei uns ist es einfach, es wird am Schluss nur Geld wert sein, das kannst du zwei teilen. Schwieriger ist es, wenn es um eine Firma geht oder um ein Elternhaus, wo Emotionen dranhängen oder um niederhaltene Liebe oder um zurückgewiesene Liebe. Das ist so das Gebiet, das mich interessiert hat. Und ja, da habe ich in meinem Freundeskreis oder Ex-Freundinnenkreis oder so. Gell, Luciana, gibt es da verschiedene Kreise? gibt es viele Beispiele? Das war ein Grund gewesen. Der andere Grund, in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren, werden in der Schweiz sehr grosse Vermögen frei. Also wir werden es vermehrt mit vermögenden Leuten zu tun haben, die geerbt haben, die das sagen oder nicht sagen. Mhm. Das war nur am Rand das Ding. Erbe ist etwas Interessantes, weil man kann Ökonomiegeschichte zeigen kann. Früher hat Besitz eine andere Bedeutung gehabt, ökonomisch eine andere, aber auch für die aufgebauschten Familiengeschichten oder die Firma im Sinn vom Vater weiterführen, wo ich immer denke, zum Glück war mein Vater Gewerbeschullehrer gewesen, weil die Schule habe ich nicht können erben, oder? Hat sie noch nicht wollen. Und da gibt es von Milieu zu Milieu ist es sehr verschieden und ich habe jetzt auch nicht eine fixe Meinung zum Erben, weil wenn jemand wirklich eine grosse Firma hat und 3 Kinder, ist es schwierig, die Firma zu zerschlagen. Ja, ja. Aber man spürt schon immer erst beim Erben dann auch so quasi das wahre Gesicht von den Leuten. Es ist wie bei einer Scheidung, aber ohne Sex und darum noch härter, glaube ich. Weiß nicht. Es ist mir nicht ganz klar. Es ist jetzt eine steile These, die ich gewagt habe. Aber, sie tönt gut. Es ich nicht lange darüber nachgedacht. Ja, ich finde das, es tönt super. Es tönt wirklich super. ich möchte nur mal schnell zurückkommen zu dem, was du vorher angesprochen hast, dass du gesagt hast, du fährst auch gerne mit dem Taxi umeinander, weil du aber auch lange vorne dran gesessen bist. Jetzt, wenn man als Taxi-Chauffeur arbeitet, dann sieht man ja ganz viele Leute ein- und aussteigen und die meisten sind wahrscheinlich unfreundlich und ein bisschen abgelöst. Wie stark hat die Zeit dein Menschenbild verändert? Ja, das ist schwierig zu sagen, oder? Weil man erinnert sich natürlich meistens falsch. Ich glaube, die Erinnerung ist... Aber es ist ja jetzt egal. Stimmt. Nein, die Erinnerung ist ein Säckelsieg. Man tut sich alles zurechtfügen. Ja, ja. Aber es wäre eigentlich fast ein abendfüllendes Thema, wie wir unsere eigene Biografie dann auch so tut zurecht. Ja, ja. Das macht ja dann alles Sinn. Irgendwie. Das machen auch viele Leute sagen, oder? Also eben mein Weg und so. Und der eigene Weg ist immer und ich denke immer so, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich Aber das ist auch, man tut sich auch Umweg schön reden, oder? Taxifahren war eine sehr interessant gewesen. In einer Kleinstadt wie Olten hat man alles. Man hat auch arme Leute, oder, die einfach den Bus nicht arbeiten. Und dann hat man ein bisschen reichere Leute, die dann in einer Kleinstadt auch sehr wichtig tun. Und dann hat man natürlich viel besoffene Leute. Ja. Und wie zahlen die Trinkgeld? Die Besoffenen? Ja. Meistens grosszügig. Schon. Sind grosszügig gewesen. Aber ich bin mal mit einem serbischen Taxifahrer gefahren in Zürich und dann gesagt, ja, ich bin früher auch gefahren. Er hat gesagt, früher viel besser. Ich sagte, ja, warum meinen Sie so? Sagt er, ja, heute mit Drogen, scheiße. Ich sagte, wieso? Ja, früher kennst du, oder war er in Niesebeid trinken, nachher ruft seine Frau, sucht ihn, komm, ich abhole dich heim, geh nicht mit dir, geh Mann suchen in Wirtschaft, finden wir ihn, kriegen sie Krach, geht der nächste Beiz wieder mit Taxi. 10 Minuten später, sie fährt nachher, haut er wieder ab in dritte Beiz, dann sie wieder, und du hast immer Fahrt, gell? Und heute ist die junge Leute nehmen Drogen, Tag bleiben in einem Club, sind Grocki, ist scheiße für uns. Schön. Das ist so eine schöne das Taxigewerbe anhand der Rauschmittel verzählt. Applaus für Mike Müller. Schön, dass du da bist.